Das heutige Bier kommt mal wieder von Brewhart und verspricht viel Spaß im Kessel. 10,2 Volumenprozent, 23 Grad Plato und das Ganze ein Double Dry Hopped Triple IPA. Ich glaube, da ist alles gesagt. Was es noch an Details gibt, darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Bock auf das heutige Video. Wenn ihr grundsätzlich Bock auf Biervideos habt, ihr wisst ganz genau, da unten habt ihr die Gelegenheit, noch ein Abo dazulassen und den Kanal zu unterstützen. Und ich sage jetzt schon Danke dafür und kann dann auch solche Biere wie das heutige auf den Kanal bringen. Talos of Mystery and Imagination, ein relativ sperriger Titel, aber das ist auch mehr als angemessen, wenn man sich anschaut, was da jetzt gleich von Brewhart auf uns zukommt. Double Dry Hopped, Triple IPA. Ist schon mal eine klare Ansage, dass da richtig Hopfen reingekommen ist. Wie viel? Werden wir gleich klären. 10,2 Volumenprozent, 23 Grad Plato. Bittereinheiten sind ja immer ein wohlgehütetes Geheimnis. Und wir haben hier drin, jetzt Achtung, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz. Soweit, so normal. Hopfenseitig. Talos, wie überraschend. Strata, Mosaik in der BBC und in der Lupomax-Variante. Lupomax, das ist eine neue Variante, die ich auch noch nicht habe richtig ganz auschecken können, ist im Augenblick aber schweineselten, aber hier ist es drin. Citra und auch nicht nur einfach Citra, sondern in der BBC-Variante und in der Incognito-Variante und dann zum Schluss kam noch eine Hefe dazu, damit wir auch Alkohol und Kohlensäure haben. So, ich glaube, das Ganze haben wir jetzt ausreichend beschrieben. Hoppiness ist hier mit voller Punktzahl angegeben. Bitterness nur 2 und Maltiness auch nur 2. Das Ganze wird mächtig Aroma haben offensichtlich, aber nicht so bitter sein. Und wird dann vermutlich so ein bisschen in eine New England-Richtung gehen. Aber ich werde jetzt mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen den Bodensatz, sofern er denn da ist, aber davon ist fast bei der Menge auszugehen, ein bisschen losbekommen und dann schauen wir mal, dass das Glas sich hier mit dem grünen Gold füllt, das sich natürlich unter einer schönen orange-goldenen Farbe dann auch tarnt. So, ja, gleichmäßige Trübung, schöne, ja, richtig gleichmäßige Trübung, ein 2,5 Finger breiter, ja, mittelporiger bis feiner Schaum obendrauf, ansonsten sieht man nichts, weil es einfach zu trüb ist und macht sich richtig gut hier in dem Glas. Ja, es ist so tropisch fruchtig, sehr saftig. Und ja, richtig schön hopfig, dank. Da ist ordentlich was reingekommen. Oh, herrlich. Nicht so intensiv, aber das, was da ist, ist dann schon richtig schön präsent. In diesem Sinne, cheers. Ja, das sind so die Biere, wo ich sage, okay, manchmal wird man ja für verrückt gehalten, wenn man, keine Ahnung, 5, 6, 7 Euro für eine Dose ausgibt. Das sind die Biere, für die es dann auch wirklich wert ist. Super weich, super smooth, super saftig. Hat aber auch alles andere. Also schöne getreidige Noten, tolles helles Malz mit dabei, grasige Hopfen, schöne Orangenschale, ein bisschen Maracuja. Da hinten kommt ein bisschen Ananas noch durch. Und wir erinnern uns, 10,2 Volumenprozent. Man merkt nicht wirklich viel davon. Liegt aber auch daran, dass einfach auch eine schöne präsente Süße mit dabei ist, die richtig schön viel wegbalanciert, sowohl auf der Bitterseite als auch auf der Alkoholseite. Und selbiger ist einfach super, super, super gut versteckt da drin. Und es ist ein, ja, man möchte schon fast sagen, richtig gut trinkbares, süffiges Bier. Dann merkt man natürlich schon, okay, so ein bisschen was an Alkohol ist dann doch noch da. Und man soll es dann nicht ganz so leichtsinnig angehen lassen. Aber die Hopfenbittere, das ist so eine schöne,
Die passt einfach zu dieser Fruchtigkeit. Und ich mag es einfach nicht, wenn diese, und auch wenn sie nicht New England heißen, aber diese trüben, fruchtigen, aromaintensiven Biere, wenn die dann auf einmal so aufwarten mit 60, 80 Bittereinheiten, das macht einfach alles kaputt. Dafür gibt es dann andere Biere und das muss dann in dem Fall einfach nicht sein. Und ich stehe fürchterlich drauf, wenn man ein fruchtiges Aroma hat, dann darf das auch ein bisschen mellow zugehen, da darf es ein bisschen chillig sein und muss dann eben nicht mehr auch noch die Hopfenbitterkeule überziehen. Und das macht dieses Bier auf hervorragendste Weise. Hat einen schönen, mittleren bis vollen Körper. Kohlensäure-technisch eher ein bisschen zurückhaltend. Schön fein, aber schön cremig, schön weich. Von der Textur her herrlich. Das ist so richtig juicy auch und läuft herrlich hinten den Hals runter. Und klingt dann hinten ein bisschen trockener. Der Bittere kommt dann ein bisschen mehr auf, aber stört nicht, weil es auf der anderen Seite eben auch weiterhin fruchtig, samtig ist und richtig schönes Bier, muss man sagen. Talus of Mystery and Imagination. Da habe ich schon andere Biere getrunken, die einen kürzeren Titel hatten und deutlich schlechter waren. Von ProbierTV gibt es dafür 4,5 Punkte für Talus of Mystery and Imagination. Da gibt es irgendeine, habe ich gesehen auf der Homepage, ein Connex zu Edgar Allan Poe. Ich habe den nicht hingekriegt, habe es nicht rausgefunden, ob der mal sowas geschrieben hat, einen ähnlichen Titel. Da wird ja immer ein bisschen gespielt, aber wenn man nicht auf der Fährte ist, dann ist man da leicht verloren. Ich habe es nicht rausgefunden, aber ich habe ein gutes Bier und das ist heute Abend die Hauptsache. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.